Hey, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Kirche 365. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Predigt. Wir sehen uns gleich im Anschluss nochmal. Und jetzt mag ich mich kurz vorstellen, für jeden, der mich noch nicht so wirklich kennt oder wenn du online dabei bist, wenn du im Podcast dabei bist. Ich bin der Johannes Tomaschek. Ich habe das Vorrecht, dieser Kirche da am Standort Trostberg dienen, allen Menschen da einfach ja, mitzunehmen, um näher an Gottes Herz zu kommen. Und ich mag uns einfach einladen, dass wir uns voll einlassen einfach auf den Gottesdienst, dass wir loslassen, dass wir mal durchschnaufen, dass wir vielleicht mal unsere Schultern lockern und einfach ja, mit Gott gemeinsam die vergangene Woche erstmal hinter uns lassen, die vergangenen Monate und einfach zu entspannen, weil Weihnachten ist ja eigentlich ein Fest der Liebe. Und Weihnachten ist auch ein Fest des Friedens. Das hört man immer wieder. Das hört man hier mit den Liebsten Zeit verbringen. Und es ist so, jeder wünscht sich den Frieden und jeder wünscht sich, diese Liebe tatsächlich zu erleben. Jeder wünscht sich es eigentlich. Ich kenne keinen Menschen, der tief in seinem Herzen sich das nicht wünscht, diesen Frieden zu erleben. Und trotzdem schaut es an Weihnachten oft aber mal ganz anders aus. Oft ist es nicht so, dass der Friede regiert an Weihnachten. Und manchmal ist vielleicht so, dass uns das besonders an Weihnachten ganz extrem auffällt, weil man seinen Fokus nur mal ein bisschen mehr drauf richtet. Hey, ich mag einfach in Frieden leben mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinen Nachbarn. Aber ganz oft ist so, dass kein Friede herrscht, sondern dass gerade zu Weihnachten Themen wie Sorge, Angst, Streit oder Stress, manchmal auch Hass oder Wut auf Personen aufkommt oder eine Unruhe oder eine Verzweiflung. Und das ist ganz oft so, dass das an Weihnachten genau solche Sachen hochkommen. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von Friede. Aber es heißt doch, Weihnachten ist das Fest des Friedens. Warum ist es dann so oft nicht so? Jeder Mensch sehnt sich nach Frieden. Und ich bin gestern, wo ich mich nur vorbereitet habe auf die Predigt, ich weiß nicht warum und ich weiß ja nicht genau, wie ich da drauf gekommen bin, aber bin irgendwie erinnert worden an eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg. Und zwar waren da zwei Fronten, in Belgien, das war 1914, da sind sich die Engländer und die Deutschen gegenübergestanden. Und es war Krieg. Und sie haben, obwohl Krieg war, haben sie sich verständigt, dass sie über Weihnachten, den 24. und den 25. eine Waffenruhe an Frieden schließen wollen. Einfach, weil es ihnen so wichtig war, an Weihnachten, wenigstens an Weihnachten, diesen Frieden zu erleben. Und sie haben die Waffen niedergelegt, entgegen den Befehlen von ihren Vorgesetzten und haben einfach gesagt, hey, ist uns jetzt egal, wir wollen diesen Frieden haben. Und die verfeindeten Parteien sind dann in diese Todeszone hochgegangen. Keiner hat Waffen dabei gehabt und sie haben gemeinsam Lieder gesungen, sie haben gemeinsam Psalm 23 eine Predigt dazu erklärt und haben einfach gemeinsam diesen Frieden genossen, den Weihnachten eigentlich mit sich bringt. Und das finde ich so besonders. Selbst in der turbulentesten Zeit, Weihnachten soll ja Ort des Friedens sein. Weihnachten soll uns Frieden in unsere Herzen bringen. Und zwar so richtig echten Frieden, so tiefen Frieden. Aber die Frage ist, wie ist es überhaupt möglich, diesen Frieden zu empfangen und diesen Frieden auch zu behalten? Also es ist doch ganz oft so, selbst wenn alles gut läuft im Leben, meistens gibt es trotzdem eine Sache, die einfach nicht funktioniert, die versucht, einen den Frieden zu rauben, wo man einfach ja, durcheinander ist und sich Sorgen macht und Dinge, die einen vom Frieden abhalten. Aber es gibt coole
Nachrichten. Es gibt richtig gute Nachrichten. Weihnachten feiern wir nämlich was. Weihnachten feiern wir nämlich, dass der Friede gekommen ist. Das ist das, was wir Weihnachten feiern. Das ist der erste Punkt. Friede kam. Der Friede ist gekommen. Und im Alten Testament, zig Jahre bevor Jesus überhaupt auf die Welt gekommen ist, im Jesaja können wir lesen, in Jesaja 9, Vers 5, da steht: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, Friedefürst. Fürst des Friedens, der den Frieden mit sich bringt. In Jesus ist aller Friede. In Jesus ist aller Friede. Und durch Jesus ist aller Friede. Jesus ist der Friedefürst. Er ist der den Frieden gebracht hat auf dieser Welt. Und es ist so, dass Jesus bereit ist, in jede Situation zu kommen und seinen Frieden zu bringen. Egal was für Situation, Jesus will seinen Frieden bringen. Und ich habe so ein bisschen gelesen in der Bibel, verschiedene Stellen, wo es über den Frieden Gottes geht. Und da war eine Stelle in Johannes 20, Vers 19. Johannes 20, Vers 19, da lesen wir: Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Die Jünger waren verzweifelt, sie haben die Türen verschlossen, sie haben sich abgeschottet, sie haben nicht gewusst, wie es weitergeht. Das war das, nachdem Jesus am Kreuz gehangen ist. Und die haben sich Sorgen gemacht und die haben sich Gedanken gemacht. Sie haben Angst gehabt vor den Juden, weil sie Verfolgung erlebt haben, weil sie eigentlich ja, nicht gewollt waren. Und Jesus kommt genau in dieser Situation, durch verschlossene Türen sogar, und sagt: Friede sei mit euch. Und egal, was für Situationen wir in unserem Leben begegnen, egal, wie unser Leben ausschaut, egal, wie, ja, was gerade da ist, Jesus ist bereit, in diese Situation zu kommen und uns den Frieden zu bringen. Er selbst ist der Friede und er bringt den Frieden mit sich. Er kommt durch verschlossene Türen und sagt dir: Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Jesus ist der den Frieden auf diese Welt gebracht hat. Er ist der Friedefürst. Durch seine Geburt, was wir an Heiligabend feiern, an Weihnachten feiern und auch in der Zeit jetzt davor, durch seine Geburt ist der Friede auf die Welt gekommen. Und er mag den Frieden nahe in dein Leben und in jede Situation deines Lebens bringen. Und auch wenn es ausweglos und verzwickt ausschaut, so wie da bei den Jüngern, wo sie sich eingesperrt haben, Jesus will hineinkommen in die Situation und den Weg öffnen und seinen Frieden bringen. Der zweite Punkt ist, also der erste Punkt war: Friede ist gekommen, Friede kam. Der zweite Punkt ist: Frieden empfangen. Und es ist zwar nett, wenn der Friede auf die Welt kommt,
Aber wenn wir den Frieden nicht empfangen und annehmen für uns und wissen, wie man das macht, dann wird es immer was sein, das irgendwie um uns herum ist, aber das nicht in unserem Innersten ist. Und wir Menschen tendieren ganz oft dazu, den Frieden in unserem Äußeren zu suchen. Und das Ankommen irgendwie, das, die Erfüllung im Äußeren zu suchen. Durch irgendwas, was wir im Außen tun. Ob es jetzt ein neuer Job ist oder der perfekte Job ist. Hey, wenn ich einen besseren Job habe, dann kriege ich einen Frieden. Oder hey, wenn ich die richtige Frau habe oder den richtigen Mann habe, dann kriege ich einen Frieden in meinem Herzen. Oder vielleicht ist was, wenn du sagst, hey, wenn ich genug Geld habe, endlich genug Geld habe, dann werde ich einen Frieden in meinem Herzen haben. Wenn ich ein schönes Haus habe, wenn ich ein schönes Auto habe, wenn ich die richtigen Freunde habe, was auch immer, dann werde ich den Frieden in meinem Herzen haben. Aber mit den Dingen werden wir nie, 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 nie vollkommenen Frieden erlangen. Niemals. Aber das ist das, was wir oft denken. Und wo jeder Mensch, egal wie nah er jetzt zu Gott ist oder wie weit man weg ist von Gott, jeder Mensch fällt da immer mal wieder in diese Fallerei und sucht den Frieden irgendwo im Außen, obwohl Jesus den in uns reinbringen will, in unser Innerstes. Die ganzen Dinge im Äußeren, das ist alles nur temporär. Das ist alles zeitlich begrenzt. Das wird alles irgendwann enden. Aber wir erlangen echten Frieden. Echten Frieden kriegen wir nur, wenn wir dem Friedefürsten persönlich begegnen. Nur dann kriegen wir echten Frieden. Und ich mag in Johannes 14, Vers 27 lesen. Johannes 14, Vers 27. Auch wenn ich nicht mehr da bin, da spricht Jesus, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Der Friede wird bei euch bleiben. Jesus ist der Friedefürst. Er hat die Erde verlassen. Aber du hast, der Friede wird bei uns bleiben. Er gibt uns seinen Frieden. Er schenkt uns seinen Frieden. Und widersteht einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Das heißt, es ist nicht Abwesenheit von Krieg oder so, aber es ist ein Frieden in unserem Innersten. Nicht wie die Welt den Frieden kennt, sondern in unserem Innersten. Und es mag sein, dass alles Mögliche vergeht und dass Sachen schieflaufen im Leben und dass verschiedenste Dinge passieren. Aber selbst wenn alles zerfällt, selbst wenn alles kaputt geht, sein Frieden bleibt für immer und vergeht nie. Der Friede Gottes. Der Friede wird bei euch bleiben. Frieden in jedem Sturm. Es gibt so viele Geschichten in der Bibel, wo einfach richtig turbulent war. Und dann ist Jesus gekommen und hat in einem Moment den Sturm gestillt, die Herausforderung gelöst. Jesus ist der Friedefürst. Und der Punkt, du hast ja Frieden empfangen. Jetzt haben wir gehört, okay, das ist der Friede, den die Welt nicht geben kann, und
der vergeht nicht. Aber wie empfängt man den jetzt? Und dazu mag ich Offenbarung 3, Vers 20 lesen. Offenbarung 3, Vers 20. Da steht: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen, das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Das Mahl essen bedeutet auch, wenn man das Mahl isst, das ist ein Ort des Friedens, das ist ein Ort der Ruhe. Das ist das, wo Jesus einfach seinen Frieden in uns reinbringen will. Und da heißt es hier, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er steht vor der Tür unseres Herzens und klopft an. Sagt, hey, ich würde dir gerne den Frieden geben. Den Frieden, den du nirgends auf der Welt finden kannst. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Der Friedefürst steht vor deiner Herzenstür und klopft an. Er mag eintreten. Er mag seinen Frieden zu dir bringen. Nicht äußerlich, sondern innerlich, in dein Herz. Und der Friede ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk Gottes. Er mag uns das schenken. Die Frage ist nur, nimm ich das an? Er steht vor der Tür und klopft an. Sagt, ich will kommen. Ich will dir meinen Frieden geben. Die Frage ist, machen wir die Tür auf und nehmen wir das an? Oder haben wir Angst, dass wir Dinge, die wir selber tragen oder selber mitnehmen, dass wir die dann, wenn wir die loslassen, dass wir dann die Kontrolle verlieren? Jesus klopft an, mag seinen Frieden bringen. Und ich habe an ein Beispiel gedacht aus meinem persönlichen Leben. Und zwar, es ist manchmal so bei der Annette und mir, dass die Annette mich fragt, soll ich dich massieren? Deine Füße massieren oder dich einfach so? Und dann sage ich ganz oft, na danke, passt, lieber nicht. Und es ist so oft so, dass ich die Massage nicht annehme, obwohl sie mir gut tun würde. Das ist ganz oft so. Ich weiß genau, dass sie mir gut tun würde. Der Nett wird sich freuen, wenn sie mich massieren könnte. Aber ich nehme so oft nicht an, obwohl sie mir gut tun würde. Und ich habe immer die Angst, die Befürchtung, dass wenn ich es annehme, dass ich dann auch massieren muss. Und ich habe einfach keinen Bock auf Massieren. Obwohl ich das eigentlich ganz gut kann, aber das ist mir dann zu umständlich. Und dann ist es ganz oft so, ich nehme es lieber nicht an und habe Angst einfach nur davor, dass sie dann was von mir verlangt, auf was ich keine Lust habe. Aber sie sagt zu mir, hey Johannes, du musst mich da nicht massieren. Ich mag da einfach nur was Gutes tun. Und genauso ist es auch mit Gott. Er sagt, hey, ich klopfe an, ich will dir den Frieden bringen. Lass dir den Frieden bringen. Und bei uns ist ganz oft so, wir sagen, na, hey, ich bin stark, ich brauche das nicht. Wahrscheinlich wird es mir gut tun, aber ich brauche das nicht, es ist alles gut. Alles gut, Gott, danke. Ich komme gut alleine zurecht.
weil wir vielleicht Angst haben, dass er dann was von uns verlangt, dass er uns was wegnimmt. Aber so ist es nicht. Er mag es uns nur zusätzlich schenken. Er mag es uns einfach zusätzlich schenken. Wie blöd ist es, sich von Angst leiten zu lassen. Angst ist so ein schlechter Ratgeber. Angst ist so ein schlechter Ratgeber. Ich hätte so schöne Massage, Fußmassagen kriegen können oder was auch immer, wenn ich mich nicht von Angst leiten hätte lassen. Du hättest so viel Frieden in deinem Leben haben können. Oder kannst auch in der Zukunft, wenn du dich nicht von Angst leiten lässt. Wenn du nicht die Angst darüber bestimmen lässt, ob du das annimmst oder nicht. Sondern wenn du einfach sagen darfst, hey, okay, ich nehme das Geschenk an. Und ich habe halt zwei Momente, wo man einfach mit Gott mal ins Gespräch gehen kann und sich so ein bisschen reflektieren kann. Und mein Wunsch ist, dass wir jetzt mal so ein bisschen in uns gehen und uns mal die Frage stellen, habe ich gerade Frieden in meinem Innersten? Habe ich gerade Frieden in meinem Innersten? Dann nehmen wir uns einfach eine Minute oder wie auch immer, aber nimm da ruhig die Zeit. Es ist wichtig, sich diese Fragen zu stellen. Es ist wichtig, Momente zu kreieren, wo wir ehrlich zu uns selber sein können. Und je nachdem, wie tief du gehst und wie mutig du bist, kämen wahrscheinlich verschiedene Sachen hoch. Vielleicht ist das so, dass du gerade nur so vor Frieden strotzt. Halleluja, richtig cool. Aber ich kenne es von mir selber, dass wenn ich ehrlich bin, ehrlich zu mir selber, zur Ruhe komme und mich wirklich mal reflektiere, mit Gott ins Gespräch gehe, dass nicht immer so ist, dass ich in jedem Bereich perfekten Frieden habe. Wenn du keinen Frieden hast, vielleicht grundsätzlich in deinem Leben oder in Teilbereichen, das ist so, Jesus klopft an. Der Friedefürst klopft an. Und sagt, hey, darf ich reinkommen? Die Frage ist, sind wir bereit, die Tür zu öffnen und seinen Frieden in unser Innerstes pflanzen zu lassen? Die Frage ist, lässt du los? Und gibst das Jesus und sagst, hey, dem Bereich. Ich habe absolut keinen Frieden, er fordert mich heraus, es stresst mich richtig, es belastet mich, aber ich lasse los und ich gebe es dir und ich tausche das mit dir. Ich gebe dir den ganzen Mist, die Sorgen und ich nehme deinen Frieden an. Ich nehme den an. Die Frage ist, geben wir ihm Raum? Und nur eine ganz wichtige Frage ist, bittest du ihn?
bittest du Gott um den Frieden? Bittest du Gott, dass er dein Herz, dein Innerstes mit dem Frieden erfüllt? In dem Gebet vor dem Gottesdienst habe ich nur den Eindruck gehabt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Bittest du ihn? Das sind Sachen, die kannst du mit heimnehmen. Ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen. Das Allerwichtigste und Entscheidendste ist aber, dass wir seinen Frieden mal grundsätzlich für uns annehmen. Jesus ist auf die Welt gekommen als Friedefürst und als noch so viel mehr, aber auch als Friedefürst ist der Fokus von dem heutigen Gottesdienst. Und er hat durch das, was er am Kreuz gemacht hat, hat er erkauft, dass wir im Frieden mit Gott leben können. Dass jede Schuld, jede Scham, jede Sünde, alles, was wir jemals falsch gemacht haben, hat er sich entschieden, okay, ich opfer mich und ich gehe stellvertretend für die Person, lasse ich mich ans Kreuz schlagen, lasse ich mich bestrafen, damit die Person, du und ich, dass wir Frieden mit Gott haben können. Dass die Schuld bezahlt ist. Jesus hat das alles ans Kreuz getragen. Alle Schuld, alle Sünde, alles, was uns trennt von Gott. Und wenn wir das für uns annehmen, dann zieht sei Friede in unser Innerstes ein. Wenn wir das für uns annehmen, hey Jesus, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich glaube das und ich will das für mich annehmen. Sei du mein Herr, ich mag dir vertrauen und dir nachfolgen. Amen. So einfach. Wenn wir das machen, wenn wir das annehmen für uns, dann zieht sein Friede in unser Innerstes ein. Dann erfüllt sei Friede unser Herz, dann erfüllt sei Friede unseren Geist. Friede, den die Welt nicht geben kann, niemals geben können wird. Friede wie nie zuvor wirst du dein Leben. Und ich weiß ganz selber, ganz persönlich, ich habe mich lange davor gewehrt, diesen Frieden und das wirklich anzunehmen, was Jesus gemacht hat. Und als ich es dann aber gemacht habe, wo ich mich dann entschieden habe, wo ich mich wieder neu entschieden habe, als Kind habe ich schon gesagt, hey, ich mag das machen. Aber wo ich mich nur mehr neu entschieden habe, ab dem Moment war es dann so krass. Mein Herz, mein Geist, mein Inneres ist erfüllt von so einem Frieden, von so einem Angekommensein, dass ich dann, klar, das Leben, Wellen, Herausforderungen, Berge und Täler, aber in dem Ganzen war ich einfach gegründet in seinem Frieden. Und bevor ich zum dritten Punkt komme, mag ich jetzt nur die Möglichkeit geben, einfach, dass wir gemeinsam ein Gebet beten, um Gott wirklich einzuladen, um Jesus einzuladen in unser Herz und das wirklich anzunehmen für uns persönlich. Und ich werde ein Gebet vorbeten und wenn du sagst, hey, ich mag das für mich annehmen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ich mag ihn zu meinem Herrn machen, dann bet einfach mit. Vielleicht hast du es auch schon mal gebetet, dann bet trotzdem mit, einfach zur Bestärkung nochmal. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du der Friedefürst bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Und für alle meine Sünden. Und dass du nach 3 Tagen wieder auferwacht bist. Ich nehme dich jetzt an.
als meinen Herrn und Erlöser. Ich will dir nachfolgen. Danke, dass du deinen Frieden in mich pflanzt. Amen. Amen. Das ist das Allerwichtigste. Wenn wir einmal angenommen haben und wirklich den Frieden empfangen haben, Frieden, den die Welt nicht geben kann, dann ist egal, wie das Leben dann laufen wird, egal, wie gute Phasen du haben wirst, egal, wie schlechte Phasen du haben wirst, du hast einen Anker und einen Frieden, der tief in dein Herz gepflanzt ist, der nicht mehr rausgerissen werden kann und zu dem er immer wieder zurückkehren kann, dem er immer wieder neu entfachen kann und den man immer wieder neu bitten kann. Und wenn du mit Jesus schon länger unterwegs bist, dann kann es trotzdem sein, dass du Bereiche in deinem Leben hast, wo du einfach keinen Frieden hast. So wie der eine oder andere vorher bestimmt gemerkt hat, wo wir reflektiert haben. Das ist aber nichts Schlimmes. Weil wir können da Gott immer wieder zurückholen und ihn immer wieder bitten, dass er uns mit seinem Frieden erfüllt. Und er gibt gerne. Gott ist ein Gott, der gerne gibt, der gerne austeilt. Und der dritte Punkt ist, wir sind da, um Frieden zu geben. Frieden zu geben. Das Gute, was wir empfangen, sollen wir weitergeben. Wir empfangen Frieden von Gott. Er pflanzt Frieden in unser Herz und das Gute sollen wir auch austeilen. In Jesaja 52, Vers 7 steht, Jesaja 52, 7, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Da steht, man ist ein Freudenbote, wenn man Frieden verkündigt. Und wenn man Frieden bringt, dann ist man ein Freudenbote. Wenn wir den Frieden empfangen und den Frieden weitergeben, dann bewirkt es große Freude bei Menschen. Das ist die Botschaft von Weihnachten eigentlich. Friede und Liebe ist auf diese Welt gekommen, um Menschen ans Herz Gottes zu ziehen. Und jeder, der den Frieden für sich erlebt hat, hat automatisch einen Auftrag gekriegt, den Frieden weiterzugeben, Freudenbote zu sein. In Johannes 20, Vers 21 steht, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, Gott hat seinen Sohn Jesus gesandt, den Fürst des Friedens, den Friedefürsten, um Frieden in die Welt zu bringen. Und Jesus hat gesagt, hey, ich verlasse die Welt wieder, aber der Friede bleibt da. Der Friede bleibt in euren Händen. Und ihr seid jetzt diejenigen, die rausgehen dürft, die den Frieden transportieren dürfen. Gleich wie mich der Vater gesandt hat. So wie Gott Vater Jesus gesandt hat, den Frieden in die Welt zu bringen. Genauso sendet Gott uns, den Frieden weiterzugeben. Jetzt nur mal die Frage, zweite Zeit zum Reflektieren. Wie schaut es aus bei dir? Hast du gerade Frieden in deinem Umfeld? Hast du Frieden in deiner Familie? Hast du Frieden in deiner Nachbarschaft? Hast du Frieden in deiner Arbeit? Hast du Frieden in deinem Verein? Hast du Frieden in deiner Schulklasse? Hast du Frieden in der Kirche?
Hast du Frieden mit den Menschen um dich herum? Lass uns mal kurz einen Moment nehmen, um das wirklich zu reflektieren. Wie ist gerade der Friedensstand um mich rum, um uns rum? Hast du gerade Frieden in deiner Umgebung? Wenn die Antwort ja ist, richtig cool. Halleluja, es freut mich so für dich. Es freut mich richtig für dich. Und wenn du sagst nein, dann hat Gott dich ausgesucht, den Frieden in die Welt zu bringen, den Frieden in diese Situation zu bringen. Dann hat Gott dich ausgesucht. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Du kannst was dran ändern an der Situation. Du bist verantwortlich, dass Friede da ist. Geh den ersten Schritt. Vielleicht ist dieses Weihnachten und die kommenden Tage eine Möglichkeit, dass Beziehungen, die lange, lange einfach schlecht waren, dass du den ersten Schritt gehst, einfach um neuen Frieden zu bringen. Geh nahe auf Personen zu, mit denen du im Streit gelebt hast. Geh auf Personen zu. Bring Versöhnung in die Situationen. Bring Versöhnung und Friede in deine Familie. Bring Versöhnung und Friede an deinen Arbeitsplatz. Bring Versöhnung und Friede in deine Nachbarschaft, in deine Stadt, wo auch immer du bist. Mach den ersten Schritt. Sei mutig. Auch da können wir wieder Gott bitten. Herr, helf mir. Helf mir, dass ich den Frieden weitergeben kann. Helf mir, dass ich mutig bin. Helf mir, dass ich über die rote Linie drüber gehe. Dass ich über meinen Schatten springe. Dass ich den Ärger oder die Wut oder was auch immer mich so abhält, dass ich das überwind. Herr, gib mir deine Kraft und helf mir, dass ich mit deinem Frieden darüber gehe. Und helf mir, dass ich ein Friedensbringer bin. Helf mir, dass ich ein Freudenbote bin, der Frieden bringt in meine Umgebung. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das sagt Jesus zu jedem Einzelnen, der ihm nachfolgt. Halleluja, Herr. Ich danke dir, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du deinen Frieden auf dieser Erde ausgebreitet hast. Du bist auf die Welt gekommen als Fürst des Friedens, um der Welt Frieden und Versöhnung zu geben. Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und ich danke dir, dass du uns so eine einfache Möglichkeit gegeben hast, den Frieden zu empfangen. Das ist einfach das, was du am Kreuz getan hast für uns, dass wir das einfach annehmen dürfen und dir nachfolgen und dann der Friede einfach uns erfüllt. Und es ist auch so eine Ehre wirklich, dass du uns ausgewählt hast, den Frieden in diese Welt zu bringen. Das ist nicht selbstverständlich. Uns fehlbare Menschen, sagst du, hey,
brauche dich. Sei ein Freudenbote. Ich brauche dich, den Frieden in die Welt zu bringen. Das ist so eine Ehre. Herr, und ich bete einfach, dass wir neu erleben in unserem Leben, was es bedeutet, deinen Frieden zu ergreifen, deinen Frieden in Situationen in unserem Leben reinzuholen und deinen Frieden nah auszuteilen. Danke, Herr. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen. Mir ist ganz wichtig, dass wir den Gottesdienst nicht einfach nur Gottesdienst sein lassen, rausgehen und dann einfach so weiterleben, wie wir es immer gemacht haben, sondern dass wir das wirklich nehmen, diese kurzen Zeiten, wo wir uns jetzt reflektiert haben, dass wir uns daheim noch Zeit nehmen, vielleicht auch ruhige Musik anmachen, weiter reflektieren, wirklich mit Gott ins Gespräch gehen, weil da ist noch so viel mehr dahinter, als man in so einer kurzen Predigt zusammenfassen kann oder rüberbringen kann. Und Gott mag dir das offenbaren, ganz persönlich. Aber wir müssen uns die Zeit nehmen, wirklich in die Ruhe einzukehren, von ihm zu hören. Ja, aber das wünsche ich mir für uns alle. Cool, dass du dabei warst, aber bleib hier nicht stehen. Sei jeden Sonntag online dabei. Drück auf Abonnieren, aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Du kannst auch auf den Spenden-Button klicken und die Kirche unterstützen, damit noch mehr Menschen Jesus kennenlernen. Teil doch dieses Video mit jemandem und seid nächste Woche wieder dabei. Bis dann.